Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden noch ein bisschen weiter sidequesten. Ich sah dich beim Philaki-Teil von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht? Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaki-Teil. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Ja, wir werden wie gesagt noch ein bisschen Zeit questen, damit wir auf das nötige Level kommen, das wir brauchen. Und ja. Das ist der Plan für diese und vielleicht auch noch die nächsten Folgen. Wir werden sehen. Ja, ja, ist in Ordnung, Kollege. So, hoch da. Hallo, Kollege. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Shh, wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr... Was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein. Doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Ja, so verhält man sich normal, Kollege. Okay. Einige Menschen können nicht pfeifen. Die Wachen hier sind... Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Hey! Kollege. Hey! Halte den auf! Schnell! Deine Zeit ist um! Das ist doch zwecklos! So, dich ausgeschaltet. Hey, warte! Du bist Wurmfutter! Oh nee, da nicht so einer. Ja, okay. Hallo. So, komm, und du gehst jetzt mal wieder auch drauf. So, Untersuchungsgebiet betreten. Dann schauen wir doch mal. Da haben wir noch was zu untersuchen. Was haben wir denn hier? Bei Amun. Was ist hier geschehen? Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort, unter dem badenden Sobek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm dem Bauern seinen Arm ab. Sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Oh, das reicht. Ich folge der Spur seiner Beute. Oh, Leute, hier wird ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Besuch den versunkenen Tempel des Pneferos westlich von Karanis. Alles klar. Vielen Dank, Spiel, dass du mir das so sagst, wo ich hin muss, weil ich hatte absolut keinen Schimmer gehabt. So, warte mal, jetzt will ich einmal ganz kurz gucken. Ausrüstung, was brauche ich zum Level-Up? Ich brauche hier eine Menge Holz. Ich brauche hier einiges an Leder und Fellen. Ich brauche hier Kupfer. Ich brauche hier Kupfer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit den Herrschaften hier sprechen. Was führt dich zu mir, mein Freund? Ja, ich hätte gern deinen ganzen Shit mal wieder. Vielen Dank. Ein gutes Geschäft. Oh, ich habe nichts zu verkaufen. Das ist natürlich ärgerlich. Was kann ich dir anbieten? Oh, offensichtlich nichts. Das ist nicht so schön. Ja, dann schauen wir mal.
Leg schon, leg schon! So. Da hinten haben wir irgendeinen versunkenen Tempel. Teppich, genau, versunkenen Tempel offenbar. So. Das nehmen wir mal mit. Weiches Leder können wir immer gebrauchen. Auf jeden Fall war das ein Kopfschuss, sehe ich auch so. Na, mal gucken, ob der Flamingo uns irgendwas Interessantes droppt. Droppt sich selbst. Okay. So. Gleich da. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Na, dann schauen wir doch mal. Toll. Lauter Krokodile hier. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Also der Bart des Sobek muss in der Nähe sein. Na gut, eine Wache. Oh wow. Hallo? Aua. Schon lange nicht mehr so schlecht gegen ein Krokodil angestellt hier. Meine Güte. By the way, ich lobe mich ja selten selbst, aber das war. Jetzt muss ich vor. Ein ordentlicher Schuss von mir. So, wir schnappen uns aber erstmal den Schatz, den wir hier hinten haben. Oh nö, warte mal. Die sind jetzt aber nicht so cool. Was gehen wir hier, Kollege, ey? Okay, warte mal, wir müssen mal noch mal kurz ein paar Schätze weiter suchen. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Ich hätte tatsächlich gerne beide oder beziehungsweise alle. Dementsprechend begeben wir uns hier noch mal in die gefährlichen Tiefen. Nee, warte mal, das war falsche Taste. Sie hat eine Gravur von Soknopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Dann habe ich es mir
Okay, wir müssen nochmal weiter. Der Ort wird wahrscheinlich sehr gut bewacht. Na, dann wollen wir nochmal gucken. Als würde uns jemand beobachten, Philos. Ein Moment. Oh, warte mal, das. Erstmal looten. Was passiert, wenn ich die volle Karacho ramme? Nicht so viel. Aua. Das ist in Ordnung für mich. Hau ruhig ab. So. Finde das Lagerhaus in Sognopaio Nasos. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier erwartet. Wer stellt hier Schabernack mit den Einwohnern von Canasus an? Ja, hi. Pernachte, hürt ein Berg. Kultur für alle. Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissen schafft ein Klima der Erneuerung. Das war Jumme. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lager. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ich gebe zu, das war alles nicht ganz so clever hier. Einfach da reinzuspringen. Aber drauf haben die halt trotzdem nix. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? So, was haben wir hier? Na, Sie haben ihm auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher, keine Soldaten. Sprich etwas leiser. Scheiße, dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. Es bringt dir aber dein Essen auf den Tisch. Finde dich damit ab. Wenn der Metzger sagt, spring, dann spring. So ist das eben. Und jetzt sei still, bevor uns jemand hört. Hier verstecken sie das ganze Korn, das sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese Gierigen. Ja, sehe ich auch so, dass Zeit zu sterben ist. Aber für dich. So. Hier verstecken sie das ganze Korn, das sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ich sollte mich umsehen. Dringende Nachricht vom Metzger. Bewahre das Korn wie üblich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus. Also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Das sehe ich aber auch so. Guck mal, hier haben wir noch irgendwelche Schätze. Eine prunkvolle Villa. Errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Du bist tot. Ufer. Hallo? Lass mich wegdashen, Ficker. Okay. Alles easy. Erstmal plündern. So.
So, alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. So viel Korn. Ah, hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Nikidiadet! Hier endet es. Wachen, erledigt das. Stirb, du Verdammter! So, Feierabend jetzt hier. So, erstmal den Tod bestätigen. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Schön viel XP. Das nehmen wir gerne. Reicht leider noch nicht fürs Level Up. Aber hier ist noch an sich eine Menge zu looten. Das heißt, ich würde da unten gerne noch rein. Notiz des Heilers. Wegen der steigenden Nachfrage muss ich zu meinem Bedauern meine Dienste auf die naheliegende griechische Händlergemeinde beschränken. Alle anderen, die einen Heiler benötigen, versuchen ihr Glück bitte woanders in der Stadt. Heiler von Zock und blablabab. Ja, naja, danke schön. Nice. Eine Legendary Halskette, das heißt, das soll ein bisschen Gold einbringen, beziehungsweise ein paar Drachmen. Sehe ich auch so, Kollege. Wo ist denn hier der Eingang? Hier ist der Eingang, sehr schön. Wir nehmen es den Reichen und geben es so mehr oder weniger den Armen. Es wird halt investiert. Um dieses Land zu retten. Das ist doch fair, oder? So, was können wir hier jetzt noch machen? Hier haben wir Rechekoffe in 1975. Dann machen wir lieber hier nochmal den Schatten. Uiuiui, der Philak ist es in der Nähe. Das wäre natürlich jetzt nicht so cool. Der auf Stufe 30 macht mich, glaube ich, ziemlich lang. Ich würde tatsächlich gern bald nochmal nach Alexandria und versuchen, den Level 20er Philakis zu legen. Es würde mich interessieren, was der halt droppt. Ob der irgendwelche legendären Waffen für mich fallen lässt, oder... Oder was da Sache ist. Diese Zone ist tabu. Hey, was? Stirb da! Endlich! Da! Hi. Herausforderung ist es hier im Moment auch nicht mehr. Starker Kriegsbogen. Was haben wir hier noch? Befehl von oben. Unsere Sicherheitsmaßnahmen waren bisher einwandfrei, aber wir müssen uns weiter Mühe geben, um die Lager der vor neugierigen Blicken zu schützen. Wir kontrollieren nicht nur den Getreidepreis in Fayum, sondern auf dem ganzen Weg von Ägypten bis nach Rom.
Vergesst nicht, wie wichtig eure Aufgabe ist. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Seems like a bra. Junge Dame, du kannst mir doch bestimmt noch ein paar. Genau, das wollte ich meinen. Vielen Dank. Ich habe zu tun. So, der Philak ist auf dem Weg woanders hin. Hier haben wir soweit alles gelootet. Was ist das hier oben für eine Markierung? Alter Vater, was ist das denn hier? Ach so, die Prüfung von Sobek. Ja, die ist jetzt gerade erstmal egal. Haben wir in Memphis haben wir auch keine Quest mehr? Warum haben wir nirgends mehr Side? Doch, hier haben wir noch einige Sidequests. Für Stufe 23, Stufe 20. Tisch mit Informationen, Stufe 20. 21, 23. Matriarchen, Stufe 31, meine Güte. 23, 24, da haben wir noch ein Krähennest. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding hier macht mich immer noch fertig, dass wir nicht wissen, was das ist. Stufe 18. Litopolis. Wie machen wir weiter, Leute? Gehen wir tatsächlich schon in die Dingenskirchen? In die Fayum-Oase? Warum eigentlich nicht, würde ich sagen. Warum eigentlich nicht? Ab zum Wasser, wir schnappen uns ein Boot und dann geht's los. Beziehungsweise eigentlich würde ich mir hier gerne auf dem Wasser noch ein paar Materialien schnappen. So ein paar Kupfervorräte oder so. Hier, guck mal da. Das sieht doch sehr interessant aus. Da haben wir Eisen. Da haben wir Felle. Das da ist sehr interessant. Aber liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann und haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.